Wiedersehen. Okay. Da feiern wir doch den Geburtstag von Jesus. Geburtstag von Jesus? Wo ist er denn? Müssen wir ja sein Geburtstagslied singen? Nein, das ist doch schon über 2000 Jahre her. Und warum feiern wir den Geburtstag von diesem Jesus heute immer noch? Weil dieser Jesus ein besonderer Mensch war. Er war der Sohn Gottes und hat viel Gutes getan. Verstehe ich nicht. Guck mal da, ein Esel. Was will der denn hier? Dann kannst du meinem Freund da oben und den anderen Kindern hier bestimmt erzählen, was damals passiert ist. Gerne. Und die Beweise zeige ich euch auch. Also, das war so. Josef und Maria, die Eltern von Jesus, lebten in Nazareth. Das ist über 4000 Kilometer weit weg. Maria war schwanger und sollte bald Gebäude bekommen. Ich habe sie auf ihrem Weg nach Bethlehem begleitet. Warum mussten die denn nach Bethlehem? Na, der Kaiser Augustus, der Herrscher der ganzen Welt damals, der in Rom lebte, der wollte wissen, wie viele Menschen überall lebten. Sie sollten sich in ihrem Geburtsort melden und in Listen eintragen. Und weil Josef aus Bethlehem stammte, mussten sie dorthin. Das war ein weiter, weiter Weg. Es gab noch keine Autobahn oder Autos. Sie mussten laufen. Ich habe dann ihr Gepäck getragen. Das war vielleicht schwer. Und ab und zu auch Maria. Sie konnte nicht mehr so lange laufen, denn sie war schwanger. Wart ihr lange unterwegs? Oh ja, wir waren mehrere Tage unterwegs. Wir sind endlich in Bethlehem angekommen, fanden wir keine Unterkunft. Die Stadt war übervoll. Aber wir haben etwas gefunden. Hier, schaut selbst. Weiß vielleicht einer von euch, was das auch sein könnte? Ist das Stroh? Ja, genau. Weiß einer von euch, wo das auch zu stehen ist? Vielleicht in einem Stall?
sonst die Tiere leben. Zum Glück durften wir in einem Stall übernachten. Da war es warm bei den Tieren und es gab zwei Hirschschuhe. In der Nacht hat Marina dann auch ihr Kind bekommen. Dicht die Türen zu und keiner lässt uns rein. Da gehen zwei Menschen durch die Nacht und sie sind so allein. Und sie sind so allein. Am Feldweg steht ein alter Stall, der alte Stall ist leer. Es könnte doch sein, dass dieser Stall vielleicht was für sie wäre. Vielleicht was für sie wäre. Am Feldweg in dem alten Stall, dort wurde spannend. Wieso das denn? Warte, hier ist der nächste Bereich. Das hat einer der Besucher liegen gelassen. Und ich habe ihn geschnappt und euch mitgebracht. Vielleicht wisst ihr, was das ist oder wer das gebraucht könnte. Oh, ist das von einem Schaf? Wer könnte so etwas fragen? Vielleicht die Hirten? Genau, Hirten. Die passen auf Schafe auf. In etwa so. Sie haben sonst nicht viel, außer ihre Kleidung, und müssen draußen im Kalten schlafen. Eines von ihnen ist jetzt bestimmt kalt. Also, Maria und Josef wollten nach der ganzen Aufregung endlich schlafen. Als plötzlich Hirten in den Stall kamen. Warte, die Hirten haben auch was mitgebracht. Das haben sie auf dem Feld gefunden. Vielleicht erkennt ihr das ja und wisst, dem das gehören könnte. Oh, das ist ja schön. Ist das von einem Engel? War auf dem Feld bei ihrem Schafen ein Engel erschienen. Der sagte zu ihm: Habt keine Angst. Euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, der Mensch, der die Welt retten soll, auf den alle warten. Ihr findet das Kind und seine Eltern in einem Stall, in Bethlehem. Und über dem Stall steht ein hellblauer Stern. Und deshalb sind sie zum Stall gekommen, um das Kind anzuschauen.
einen neuen König angucken wollten. Es war ein Stern, der am Himmel wanderte. Und sehr hell leuchtete. Aber ich habe euch noch einen Beweis mitgebracht. Es kamen mir noch mehr Besucher und auch die haben etwas liegen gelassen. Das habe ich euch mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr in das Gehörnchen. Von einem Retter der Welt. Sie waren wichtige Leute. Sie waren sogar Könige. Also machten sie sich auf den Weg und folgten den Sternen. Sie kamen nach Jerusalem und eilten zum Palast von König Herodes. Der wusste nichts von einem neugeborenen König. Er bat ihn, den neuen König zu rufen und ihm dann zu berichten, wo er zu finden ist. So fanden sie den Stall und das Kind. Sie hatten wertvolle Geschenke dabei. Sie beteten das Kind an. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall birgt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Und wie ging es dann weiter? Na, die Hirten mussten doch wieder zurück zu ihrem Schatten. Die Sternleute traten auch den Heimweg an. Sie gingen aber nicht noch einmal zu Herodes, weil sie nicht trauten. Das war ja alles ganz schön aufregend. Dann waren Maria und Josef bestimmt froh, dass endlich Ruhe war im Stall. Leider kam es anders. In der Nacht erschien dem Josef ein Engel. Er sagte: Weg von hier, nehmt euer Kind und flieht. Flieht vor Herodes. Der hat nichts Gutes im Sinn. Das tat Josef und wir machten uns auf nach Ägypten. Denn dort sollten wir sicher sein. Und das war meine Geschichte. Dass sie wahr ist, dafür habt ihr alle die Beweise gesehen. Aber nun muss ich mich auch von euch verabschieden. Denn ich muss los. Aber ich wünsche euch frohe Weihnachten und fürchtet euch nicht. Und auch an euch Freunde. Frohe Weihnachten! Tschüss, Esel. Tschüss, Esel. Frohe Weihnachten. Das Christkind ist Nacht und hat in unser
Gott, den Vater an, der in dem ewigen Himmel wohnt. Sein Name soll für uns stets heilig sein. Und auch sein Wille soll geschehen allzeit auf der Erde und im Himmel überall und immer da. Du unser Gott, zu uns und gib uns heut das täglich Brot, vergib uns allen unsere große Schuld. Genauso wollen wir die Schuld verzeihen, allen Menschen, die uns Schlimmes zugefügt, es sei vorbei. Du unser Gott, du unser Gott, allem Bösen uns erlöst, dann stimmen wir für dich ein Loblied an. Von deinem Reich voll Kraft und Herrlichkeit, das bei dir ist und von dort her kommen will in unsere Welt. Du unser Gott, behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.